Es ist das Duell der aktuell formstärksten beiden Mannschaften der Regionalliga Südwest. Und beim FSV Frankfurt sieht man sich plötzlich in neuer Rolle als Tabellenführer. Nach Wochen als Verfolger ist man nun auf einmal selbst der Gejagte. Beim Nachwuchs der 05er sehnt sich der ein oder andere nach dem Profikader, sowie auch Torwart Marius Liesegang. Den Profivertrag hat er bereits unterschrieben und er würde es sicher gerne so machen wie sein Kollege Finn Dahmen. Der hat vor rund zwei Wochen sein fulminantes Profidebüt gefeiert, ausgerechnet gegen die Bayern. Frankfurt-Trainer Thomas Brendel muss heute auf seinen gelb-rot gesperrten Torjäger Alavi verzichten. Für ihn soll heute Arif Gütlü die Tore schießen. Den deutlich besseren Start erwischen allerdings die in rot gekleideten Mainzer. 6 Minuten sind gespielt und das ist mal ein Einstand. Lukas Hermes mit der ganz frühen Führung und mit einem absoluten Traumtor. Für den erst 20-Jährigen ist es der 5. Treffer im 16. Ligaspiel und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch sein schönster. Die Frankfurter wirken in der Anfangsphase etwas überrumpelt vom Mainzer Offensivdrang. Wer will es ihnen verdenken? Seit 6 Partien haben die 05er nicht mehr verloren. Und auch beim Tabellenführer legen sie richtig gut los. Simon Brandstetter mit der nächsten guten Gelegenheit. Erst nach einer knappen Viertelstunde fängt sich Frankfurt allmählich und zeigt sich offensiv mit einer Standardsituation. Der Ball wird verlängert auf Hurst und das ist der Ausgleich. Aber sie haben den Pfiff schon gehört. Abseits entscheidet Schiedsrichter Lukas Heim und das war hauchzart. Bei der Kopfballverlängerung steht Hurst wohl eine Fußlänge zu weit vorne. Bitter für den 24-jährigen Engländer. Es wäre für ihn Saisontor Nummer 2. Doch diese Szene zeigt, wie effektiv Frankfurt in dieser Saison unterwegs ist und sie übernehmen jetzt immer mehr die Kontrolle. Steffen Straub kommt im Strafraum zum Abschluss, allerdings ist der Winkel sehr, sehr spitz. Liesegang verhindert den Ausgleich. Nach der starken Anfangsphase haben die Mainzer jetzt immer mehr Probleme mit dem offensiven Tempofußball des FSV. Klasse durchgesetzt von Gütschlü und in der Mitte wartet wieder Straub. Das muss doch das 1:1 sein. Es ist mittlerweile ein Spiel auf ein Tor, wieder eine Standardsituation und dann von Schrötter von der Strafraumkante. Der Außenverteidiger zielt einen guten Meter zu hoch. Wir springen in die Schlussphase des ersten Durchgangs. Nochmal eine Freistoßgelegenheit für Frankfurt. Die Situation scheint eigentlich schon geklärt, doch plötzlich gibt es Elfmeter. Was zunächst total harmlos erscheint, entpuppt sich als völlig richtige Entscheidung. Liesegang kommt klar zu spät und erwischt Notnagel am Kopf. Normalerweise übernimmt Alavi die Aufgabe vom Punkt. Heute probiert das Arif Gütschlü. Und er kann das mindestens genauso gut. Der hochverdiente Ausgleich für den Tabellenführer nach 40 Minuten. Für Gütschlü ist es bereits Saisontor Nummer 10. Er übernimmt damit die Führung im Rennen um die interne Torjägerkanone. Und einer ärgert sich ganz besonders über diesen Gegentreffer. Marius Liesegang kommt beim Freistoß einen Schritt zu spät. So steht es zur Pause 1:1. Doch so temporeich die erste Halbzeit auch war, so lange warten wir nach dem Seitenwechsel auf echte Torchancen. Steffen Straub mal mit einem Versuch aus der Distanz. Erst allmählich wird der Mannschaft von Thomas Brendel bewusst, dass es ja noch unentschieden steht und dass das zu wenig ist im Kampf um den Aufstieg. Jetzt mal ein starkes Solo von Darwich und in der Mitte wartet schon wieder Gütschlü. Den muss er doch machen. Die Riesengelegenheit für den FSV nach einer Stunde das Spiel hier komplett zu drehen. Aber sie bleiben jetzt dran. Nur 5 Minuten später, Freistoß für Frankfurt und Straub hat sich was ganz Besonderes überlegt. Von Schrötter in der Mitte und da ist das 2:1. 65. Minute, der FSV dreht das Spiel gegen die Mainzer. Von Schrötter vergangenes Wochenende schon mit einer überragenden Vorlage. Jetzt wird er selbst zum Torschützen, aber das ist auch einfach zu passiv verteidigt von den Mainzern. So frei darf von Schrötter dann niemals zum Kopfball kommen.
In der Folge konzentriert sich Frankfurt auf das Verwalten der Führung. Torschossen sind deshalb eher Mangelware. Da ist so ein Abschluss von Gütschli schon ein echtes Highlight. Und deshalb springen wir schon in die letzte Minute. Nochmal Freistoß für Mainz. Aber das ist offensiv einfach zu wenig. Somit bleibt es am Ende beim knappen 2:1 für den FSV Frankfurt. Riesenjubel bei Thomas Brendel. Es ist der 6. Sieg in Folge für sein Team. Auf der anderen Seite endet eine beeindruckende Serie von 6 ungeschlagenen Spielen in Folge. Der FSV schwebt zurzeit einfach auf einer Erfolgswelle.